Zweieinhalb Jahre war Jens Seddich Manager beim Oberligisten SV Coslak Nungamme. In der vergangenen Woche haben die vier Länder ihren Manager vor die Tür gesetzt, angeblich wegen vereinsschädigendem Verhalten. Jens, bist du überrascht über diese Entscheidung? Nein, überrascht nicht wirklich. Ich habe damit gerechnet und ich glaube auch nicht, dass es vereinsschädigendes Verhalten war. Ich denke, ich habe einfach Kritik geübt. Du hast kritisiert, dass der Verein keine Vision hat und dass der Verein in dieser Oberligasaison nicht erfolgreich ist. Vielleicht kannst du dazu noch mal was sagen. Ja, Vision wird ganz oft zurzeit reduziert darauf, dass man sagt, wir wollen jetzt in die Regionalliga. Ich denke aber auch, man kann Visionen auf etwas geringerer Ebene haben. Das heißt, dass man die Trainingsbedingungen verbessern kann, dass man den Kader weiter verbessern kann, dass man sich kleine Ziele setzt, um ganz am Ende mal in die Regionalliga zu gehen. Und zum Thema Erfolg, also ich mache Erfolg auch ein bisschen abhängig vom Kader. Das heißt, mit dem Kader haben wir vorher festgelegt, Freddy hat es bei euch ja auch schon schön gesagt, 1 bis 5. Danach haben wir Christoph Kurczynski verpflichtet und dann hast du einfach das Ziel 1 bis 3. Wir haben das dann ein bisschen nach oben korrigiert intern. Wenn du dann Zweiter bist, dann bist du einfach nur im Soll. Dann ist das erfolgreich, aber eben auch relativ gesehen. Wenn ich mir dann den Pokal angucke, wo wir gegen eine unterklassige Mannschaft ausgeschieden sind, oder mir die Leistung bei der Hamburger Hallenmeisterschaft, dann finde ich, muss man nochmal drüber nachdenken, ob wir erfolgreich sind. Du hast gerade schon die Regionalliga genannt. Das ist natürlich das große Thema. Glaubst du denn überhaupt, dass es bei Coslak die Möglichkeit gibt, irgendwann Regionalliga zu spielen? Ich traue das diesem Verein zu, weil ich glaube, dass der Verein unheimlich gut organisiert ist. Der Verein steht wirtschaftlich sehr gut da. Ich kann das beurteilen, ich habe ja auch 8 Jahre Bergedorf gemacht. Und es ist so, dass der Verein auch die Unterstützer hat. Damit meine ich Ehrenamtliche und Leute, die den Verein gerne nach vorne bringen wollen. Also ich denke, dass ein Verein wie Coslak irgendwann mal in der Regionalliga spielen kann. Warum wollen Sie das jetzt noch nicht, wenn du sagst, dass alle Voraussetzungen gegeben sind? Was hindert die Verantwortlichen? Alle Voraussetzungen sind noch nicht gegeben. Also ich glaube, dass man noch Voraussetzungen schaffen muss. Und das meinte ich auch mit Vision. Also dass man anfangen muss, jetzt die Voraussetzungen zu schaffen, um irgendwann mal in der Regionalliga zu spielen. Aber man darf dieses Ziel nicht aus den Augen verlieren. Du bist bei Coslak jetzt zwar raus, hast aber eigentlich schon eine neue Aufgabe, wenn am 28. Februar die Mitgliederversammlung vom ASV Bergedorf 85 eurem Projekt zustimmt, startest du in der neuen Saison als Ligamanager beim ASV. Ist das für dich eine Herzensangelegenheit, wieder zu Bergedorf zurückzukehren? Also einmal habe ich noch keine neue Aufgabe und es gibt auch andere Vereine, die Interesse bekundet haben, dass ich für sie arbeite. Also erstmal müssen ja die Mitglieder beim ASV und der erweiterte Vorstand entscheiden, dass sie weiter mit Fußball machen. Dann wissen wir ja auch noch gar nicht, ob wir vielleicht mit der G, F oder E-Jugend beim ASV anfangen oder der ASV damit anfängt. Und selbst wenn wir eine Herrenmannschaft zusammenkriegen, ist es ja, vermessen zu sagen, ich wäre der Ligamanager, weil wenn du kein Etat hast, wenn du vielleicht nur mit jungen Spielern arbeitest, dann ist Manager ein bisschen überzogen. Also ich stehe da unterstützend dem Verein zur Seite. Aber als neue Aufgabe würde ich das jetzt noch nicht bezeichnen. Also glaubst du, dass du auch den ASV und einen neuen, bisher unbekannten Verein gleichzeitig machen könntest? Glaubst du nicht, dass das zu Problemen führt? Nein, ich glaube oder ich bin auch davon überzeugt, dass ich Coslak und den ASV in dem Sinne hätte machen können. Weil, also ich denke da mal an Ronald Lotz, der mal Altona und Wiki gemacht hat. Und der ASV ist, wenn er denn ganz unten anfängt mit Herrenfußball, das ist ja nicht zu vergleichen mit dem, was ein Manager heute in der Oberliga machen muss. Also ich denke, das geht. Was muss ein Manager denn in der Oberliga heutzutage machen? Ja, ich kann ein bisschen was über meine Aufgaben erzählen. Also wir führen ja permanent Spielergespräche. Es gibt nicht nur die Gespräche vor der Saison. Einmal, es ist ja so, du führst vor der Saison 50 bis 100 Gespräche mit Spielern. Das unterschätzen ja die meisten. Du hast irgendwann 22 bis 25 Leute unter Vertrag mit Offiziellen, mit Trainern, mit Physio. Mit denen hast du 2 bis 3 Mal gesprochen. Dann hast du schon mal 70 Gespräche geführt. Dann kommen noch die Gespräche dazu, die du mit den Spielern führst, die nicht kommen. So, das ist schon ein riesiger Aufwand, auch von der Zeit her.
Und dann musst du dich die ganze Saison um den Kader kümmern. Du musst dich darum kümmern, dass alles läuft. Die Spieler haben Sorgen. Und dann kommt dazu, dass ich mich bei Kurslack um die Stadionzeitung gekümmert habe, um die Plakate gekümmert habe, ein bisschen mich auch um Sponsoren gekümmert habe. Und das ist dann schon ein großer Aufwand. Aber kommen diese Aufgaben nicht auch beim ASV auf dich zu? Spielergespräche, Sponsorengespräche? Nein, das ist noch nicht abgegrenzt. Also ich werde da sicherlich das ein oder andere Gespräch führen, aber es sind ja nicht die Gespräche, wo du um ein Etat feilst oder wo du ein Etat besorgen musst. Darum geht es ja beim ASV nicht. Beim ASV geht es einfach nur darum, wieder mit Fußball anzufangen.